Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black, und wir befinden uns hier momentan in der 21. Kammer, aber schon am Südausgang. Ich habe nämlich vor, hier den einen oder anderen Ork zu hauen, wenn ihr euch erinnert, nämlich hier von noch 6 Stück von den 12, die wir schon haben. Weil, die fehlen uns logischerweise noch, und genau deswegen machen wir das, und die gehen ja, glaube ich, auch hier. Kann zwar sein, dass es auch in anderen Gebieten hier oben ein bisschen besser geht, hier in nach Zemmelek. Nee, okay, das wird schon hier die Ecke sein. Gut, dann machen wir das auch hier und ja, gehen da mal ein bisschen voran in unserer in unserem Epos, in unserer Story-Quest, weil, ja, damit wir nicht wieder so weit hinten ranhängen wie das letzte Mal. So, hopp. Hopp. So, wird übrigens heute nur eine Einzelaufnahme und keine lange Aufnahme, denn ich nehme an einem ungewöhnlichen Tag auf, an dem Montag, weil, ja, ich muss. Ich habe nämlich morgen einen Termin und da schaffe ich das nicht. Und deswegen hatte ich vorhin schon meine Fiesta-Aufnahme und jetzt muss ich noch Herr der Ringe hinterher quetschen. Aber ich denke mal, euch wird das nichts stören, wenn ihr sagt, ja, kommt ja zum selben Zeitpunkt. Hauptsache es kommt, ne? Anders als zum Beispiel momentan wirklich Black Desert, ja, genau. Das ja leider aus Zeitgründen immer noch mindestens eine Woche ausfallen wird, aber ich denke, nächste Woche haben der Dü und ich schon vor, eine neue Aufnahme zu machen. Da hatten wir uns schon abgesprochen. Nur diese Woche hat es halt nicht mehr geklappt. Leider. Komm. So, okay. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ich suche ja nur noch den ein oder anderen Viecher. Ich. Ihr wisst, was Viecherische sind? Das sind männliche Viecher. Mhm. Weiß nicht, ob das da unten auch noch zählt. Werden wir gleich sehen. Lalalala. Aber der da hinten, der zählt garantiert. Hallo, komm mal her. Muss dich mal zählen. Und hepp. Okay. Damit hätten wir. Nee, der hat nicht mehr gezählt. Was? So eine Scheiße. Dann müssen wir gucken. Die hier zählen aber bestimmt noch. Ja. Dann wissen wir, dass wir da nicht runter müssen, sondern halt hier uns nur ein bisschen durch die Gegend schnetzeln. Und dann kommen wir auch durch. So. So, schon wieder ein Streitkolben des Jägers. Meine Jäger nützen eigentlich nur Schwerter und Dolche. Aber ich gebe die denen gerne, denn auch die können sie ja zerlegen. Ich weiß nicht, sind offensichtlich ja nur die normalen Krieger, die hier zählen. Ja. Nicht die Wagreiter. Ja, weil der hier zählt wieder. Okay. Gut zu wissen. Geh mal aufs Türchen. Da hinten ist ein Wagreiter, den können wir eigentlich ignorieren dann in diesem Moment. Wenn der eh nichts für uns hat. Das ist alles unten, ne? Ja. Bin ich denn jetzt hier schon wieder? War ich hier schon mal? Ah, das ist so verwirrend. Hier ist eine Tür. Die mich nicht weiterbringt. Das leckt heute wieder ein ganz klein wenig. Aber das bringt uns auch nicht weiter. So. Hier unten sind niemand. War ich hier schon mal? Ja, war ich. Okay. Mann, das sieht alles so verwirrend ähnlich und unterschiedlich und doch anders aus. Das ist ja... So, wir müssen aber wahrscheinlich schon hier bleiben, deswegen werde ich auch hier bleiben und damit weitermachen. Ah ja, hier, ja, ich weiß, wo ich bin. Hier sind ja die zwei Typis mit dem Holzlager. So, ich renne mal in die Richtung, mal gucken, was wir da so finden. Außer Flattermännern. Ich brauche eigentlich nur ein paar Orkis. Zum Beispiel den da, der müsste ja funktionieren. So, komm her, Orki. So. Das war's schon. Sehr schön. Hat nur nicht gezählt. Nicht so schön. Okay. Wahrscheinlich gäbe es irgendwo eine Ecke, wo es, sagen wir mal, einfacher ist. Aber ja, ist halt wie es ist. So, wir sind hier bei Rokur. Den erinnere ich mich noch. Da waren ja auch. Ach nee, die Möpse, die von ihm kamen, die kamen ja. Ja. Allerdings gehe ich trotzdem mal hier runter. In der Hoffnung, dass ich noch in Zelemelek bin und so. Da haben wir einen Saboteur. Der scheint zu zählen. Ja, puh. Sorry, ich muss dich leider töten. Weil, wegen, ist so.
So, also hier scheinen noch wieder Möpse zu zählen. Das ist sehr gut. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter runter und holen uns den Rest. Oh. Macht mich fertig hier, diese Sucherei. Wenn man mal Orks braucht, sind keine da. Das ist wieder mal typisch Ork. Wo renne ich denn jetzt schon wieder hin? War ich da schon mal? Großbinge? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich bin voll verwirrt, Leute. Das ist nur ein Wargreiter, der zählt nicht. Natürlich nicht. Der zählt. Dann bist du jetzt mein Letzter. Ja, du bist krank. Komm, lass mich dich heilen. Verfügbare Aufgabe. 55, 59, ja, müssen wir annehmen. Oder können wir annehmen. Dann haben wir hier noch eine Aufgabe. Oh. Viele. Untersucht Leichen. Aha. Dann machen wir doch glatt, wenn wir schon mal hier sind. Viele besorgniserregende Leichen. Und das, obwohl ich noch nicht da war. Ja, ja. Ihr findet eine leere Flasche mit dem schwachen Geruch nach irgendwas. Okay. Da hinten ist noch ein toter Ork. So, endlich kriegen wir es aber auch fertig, was wir wollen. Ja. Irgendwie ist das ja fast klar, dass das hier... Oh, die Saboteure müssen wir besiegen. Ja, genau. Es ist doch fast klar, dass hier tote Leichen rumliegen bei dem... Guckt euch mal die Suppe an. So. Neue Tat, Ork-Bezwingerin Mittelschwer. Auch schön. Gucken wir gleich mal nach. Ihr findet eine leere Flasche mit irgendwelchen Geruch nach Gift. So. Dann haben wir hier noch einen Brauofen. Startet Aufgabe zur Giftherstellung. Okay. Offensichtlich haben wir uns in eine Ecke begeben, wo wir noch nicht waren, aber wo wir offensichtlich zu tun haben. Wir müssen ja die Gifte entgiften hier. So geht's nur nicht. Hallo? Jetzt. Aha. Und hepp. So, nächster Brauofen. So, dann wage ich mich mal in die Suppe hier. Denn hier liegt ein Ork drin. Das stinkt hier. Ich muss wieder raus. So. Aber glücklicherweise ist Bolzenil da ja recht schmerzbefreit. Die stört das überhaupt nicht. So. Und so. Und so. Und so. Geht ja relativ schnell. Wir sind ja schon ein paar Level drüber. Ja, jetzt auch nicht so viel, dass man sagen muss, jo, und so und überhaupt. So, Ork-Beziehungen mittelschwer. Schön, einfache Vermächtnisrune der Überlieferung. 2000 Tugend und jede Menge anderes Gemüse. Ork-Feindin. Ja, das stimmt schon. Ah. Ja, man kann schon sagen, Orks mag sie nicht so. Sie ist mal mit einem ausgegangen, aber das war eklig und deswegen hat Bolzenial gesagt, nee, mit Orks will ich nichts mehr zu tun haben. Ja. So ist sie. So, toter Ork. Flumm. Das haben wir auch. Ein weiterer Baustein weniger. Noch ein Saboteur. Normalerweise würde ich ja sagen, was wir essen, aber ich glaube, Bolzenil selbst, Bolzenil ist so nicht so schmerzbefreit, dass sie hier was isst. Dass sie hier eine Mittagspause macht. Nee, das können wir ihr nicht antun. So. Versuch noch einen Braustand, glaube ich, ne? Mal gucken, wir werden schon was finden. Vermutlich habe ich nur einen übersehen. In dem Fall wird das schon werden. Ich gehe mal aufs Tierchen. Soll ja auch noch ein bisschen was abbekommen. So, was vorsuchen wir noch? Todesursache der Leichen der Orks. Ich sehe keine Leichen mehr. Ich sehe auch keine Braustation mehr. Verdammt. Anführer der sind aber wenigstens tot. Aber vielleicht gibt es hier hinten noch was. Deswegen gucke ich mal ganz kurz hier hinter. Obwohl wir da uns aus dem Gebiet begeben. Alter Falter.
Eine Zwergenfalle? Wir gehen mal in die Falle rein. Oder auch nicht. So, stellt vorsichtig Fallen auf. Okay, machen wir gerne. Was willst du denn schon wieder hier? So. Okay, jetzt aber die Falle, die hatten wir schon aktiviert. Das machen wir aber später alles. Ich muss noch erstmal zurück. Ich muss das da oben mit den Giften fertig kriegen. Also den Ork-Anführer, der respawnt ja definitiv. Das ist ja nicht das Problem. Das kriegen wir hin. Was ist das hier eigentlich? Ist das noch eine Quest? Kannst du jedenfalls benutzen. Ja. Bilbis. Ja. Ja, ja. Ja. So, na gut. Stechpalmholz, wer Stechpalmholz? Ich sehe hier keinen. Naja, ich mache erstmal den Hauptmann fertig. Vielleicht, vielleicht finden wir den dann. Hier kann ich ja auch nicht mehr, ne? Ne, kann ich nicht. Sowas. Ei verbübscht, sage ich dazu. Ei verbübscht. Ja. Zur Not lasse ich das dann halt erstmal, mach den Hauptmann platt und komme dann später nochmal wieder. So geht's auch. Ja, ne? Hauptmann, dich meine ich. Weil dich brauche ich mindestens nochmal. Ah. Den Teil haben wir. Keine Ahnung, wer mir das jetzt gibt, aber ich nehme es gerne an. Oh, guck mal, sogar ein Set wieder mal. Und zwar 9, 11, nehmen wir das Set-Teil. So. Giftmischer und Anführer. Abgeschlossen. Jo. Grad verliehen. Zemmelblick. Hier hat auch mich was aufgestiegen. Das ist toll. Übrigens, ach so, ich habe es vergessen zu erwähnen. Ich habe nochmal einen Stein gekauft. Der ist aber auch nicht besser geworden. Aber diesmal halt auf einem nächst höheren Level. Das hätte ich auch gleich machen können, weil im Prinzip bin ich ja schon auf diesem. Aber naja. Hätte, hätte Fahrradkette, wie es so schön heißt. Na. Den falschen erwischt. So. Hier kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Das ist schlimm. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Ich sehe auch keinen mehr und Leichen sich sowieso nicht mehr. Erst recht keine Toten. Naja. Da fehlen mir ja noch so einige, dachte ich. Ja, ja, du Blödmann. Komm her. Ja, löse dich von deinem Leid. Und kränkeln, wie du willst. Hey, Maus. Hab gerade. Oh, jetzt kann ich. Einmal. Muss mal ganz kurz. Die Maus spinnt gerade. Vielleicht liegt es an der neuen Maus oder es liegt am Spiel selber. Ich glaube, sowas hatte ich ja schon mal. Dass ich nicht mehr richtig ja, bewegen kann mich. Also sprich, dass ich die Maus nicht mehr rauskriege. Jetzt. Okay. Mittlere Maustaste hat geholfen. Aha. So, gut, wir gehen mal erstmal da hoch, weil ich kann. Ist eh die richtige Richtung, wie es aussieht. Dann, ups, Entschuldigung. Auf geht's. Wir müssen ja nur noch ein paar Fallen aufstellen. Wenn ich den anderen Scheiß nicht finde, dann eben so. Und dann, ja, fällt halt die Falle noch. Falle? Ich habe Gabriel Malbach, oder wie auch immer das hieß, entdeckt. Sehr schön, ich nehme mal hier die Abkürzung. Da unten haben wir noch Fallen, 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 Fallen. Im Falle eines Falles ist richtige Fallen alles. So. Ich weiß, da geht es eher ums Auf, das, ums Runterfallen und dass man sich abrollen soll. Aber, ne, ihr wisst schon. So. Okay, und so. Und jetzt hier die noch. So, die Fallen haben wir entfallt, zumindest dieser hier, da hinten ist noch einer. Dann werden wir uns da mal direkt hinbegeben. Und da ist auch noch eine, sehr schön. Und die aktivieren wir dann in der nächsten Folge, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ja, wenn nicht, dann trotzdem wäre schön hier halt, ne? Bis zum nächsten Mal, bis denn, ne? Und
Tschüss.